herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Escape from Tarkov in Ultimate Singleplayer Season Nummer 2. Liebe Freunde, ich freue mich durch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir haben sozusagen fast alles verkauft. Jetzt ist gerade das nächste rausgegangen. Und ich will hier den letzten noch eben reinpacken für 20.000. Das sollte genügen. Dann haben wir das reingepackt. Wir holen uns die Rewards natürlich von Peacekeeper. Ja, okay. Keine Ahnung, ob das viel bringt. 11.000, filtert bei Item, 14.000, nee, eigentlich nicht. Sell, weg damit, brauchen wir nicht. 180 US-Dollar, das nehmen wir natürlich dankend gerne mit. Und dann holen wir uns die ganze Kohle. Das ist schon einiges. Zack, zurück, 500.000. Damit hätten wir, oder 200.000, damit hätten wir auch die Munition fast wieder drin, die wir beim letzten Mal eingetauscht haben. Jetzt ist der Rest, glaube ich, gerade verkauft worden. Nochmal 15. Hervorragend. So muss es laufen, liebe Leute. Und jetzt gehen wir rein. Noch ein letztes Mal. Ja, Interchange. Wir gucken, ob wir noch 4 Scav-Kills bekommen. Ich hoffe, das ist drinne an der Stelle. Und dann escapen wir mit der Red Flare. Das ist jetzt tatsächlich der Plan. Mal gucken, ob der aufgeht. So sieht's aus. Und ich werde das Comtech 4 tatsächlich doch nochmal austauschen. Weil ich das tatsächlich für später haben möchte. Das möchte ich für später haben. Auch das Sports, das Sport, das Tactical Sports ist eigentlich auch ein recht gutes Teil. Ah, jetzt ist natürlich Windflare. So. Dann holen wir das hier rüber. Das kann ich die ganze Ammo-Box mitnehmen? Boah, Leute, wie cool wäre das denn? Aber die kann ich hier nicht reinpacken, ne? Schade, das wäre es. Unendlich Munition. So, okay. Nichtsdestotrotz, die Tactical Sport, die packen wir auch hier hin. Ich hole mir tatsächlich von Skier in die Geschichte hier. Möchte ich an der Stelle lieber so haben. Habe ich ganz gute Erfahrung. Passt alles. So, mehr gibt es hier zu sagen. Wir gehen rein. Interchange, 4 Abschüsse. Einmal Red Flare zünden und wieder raus. Das wäre jetzt optimal. Und das ist das Ziel. Okay, ab auf Interchange. Liebe Leute, für euch ein kurzer Schnitt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, los geht's. Wo sind wir gespawnt? Ah ja, okay. Ich will es probieren. Wir gehen direkt hier durch und versuchen zu den... Wir gehen unten rein. Und versuchen direkt zu den Bürotrucken zu kommen. Keine Hints, Dashes, nichts. Einfach gerade durch. Okay, das wäre toll. Sowas brauchst du schlussendlich gleich am Anfang. Wenn du sowas startest, dann hast du schon gleich die 133. Perfekt eigentlich, ne?
zu haben. Mal kurz gucken, ob wir CPU-Fans bekommen können. ADT. Ja, nice. Zwei Stück, sehr schön. Begeistert. Jetzt noch mal zwei Stück. Circuit board, okay. Nein, nehme ich nicht mit diesmal. Das ist nicht schlecht, Leute. Wo müssen wir raus eigentlich? Schienenexit? Yes. Exit. Nope. Das ist nur Max Energy. Die können wir uns eigentlich gleich auch reinziehen. Bringt immer was. Jetzt kommt eine Grafikkarte. Ta-da-da-da. Erzählen, aber versuchen in den Text dort zu kommen.
Okay. Ups. Wird auch nach oben laufen, wenn wir schon bei dem Textor sind. Ja. Sehr gut. Zipplack. Oder hinter uns. Ich kann es nicht einschätzen. Ich weiß nicht so richtig. Auf jeden Fall sind wir auf dem richtigen Weg Richtung Schienenexit. Okay. Nachladen.
Wow. Ich hab ihn, glaube ich. No. Sehr schön. Das wär's. Mehr brauchen wir nicht. Ab zum Schienenexit. Ui. Nerven aufreiben, Leute. Gott. Heftig. Okay, erstmal nachladen. Ganz easy, Leute, ganz easy. Die Zeit muss jetzt sein, okay? Wir haben unser Ziel erfüllt. Wir gehen Schienenexit, sehen zu, dass wir ziemlich weit nach hinten kommen, zünden die Red Flare und schauen, was bei rauskommt. Der ist wieder runter.
Bin jetzt extra ein bisschen ruhig, Leute. Ja, sehr gut. Zünden wir jetzt noch die Red Flare? Meine Güte nochmal, das ist ja alles. Gibt es Sachen, die wir entbehren können? Das ist immer die Frage. Wenn wir jetzt die Red Flare zünden. Wir machen es jetzt einfach. Ich habe es versprochen. Wir machen das. Fertig. Oh my goodness. Der Spieler. Das ist auch nicht der Spieler. Der Spieler ist durch. Da lacht. Ist ja unglaublich, was hier los ist. Weg. 15 Minuten. Keine Ahnung, ob das reicht.
Ich weiß es nicht. Aber ich weiß auch eins, ich bin jetzt zweimal reingegangen und wollte es machen. Wir werden es jetzt machen. Allerdings werde ich das ziemlich weit hinten machen. Entsprechenden Schutz habe, dass die Munition nachladen kann. Am besten hier. Und dann schauen wir mal, wie lange das überhaupt dauert, ne? Das ist immer die andere Frage. Dann schauen wir mal. Ich bin gespannt. Jetzt werden wir ein bisschen ausharren müssen. Ich hoffe, dass das entsprechend bald kommen wird. Da kommt's schon. Oh mein Gott! Da ist es! Haha, sehr schön! Nice! Und wir haben echt fast alle unsere Munition verbraucht, ne? Nahezu hier runter. Nahezu punktgenau. Und verdammt sind das gute Läufe. Bin gespannt, was das ist. Also, was würde uns jetzt bringen? Medizin? Ja. Waffen, ja, vielleicht. Müsste man mal schauen, ob das was wäre. Bitte dich. Weg, 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 weg. Hinten. Weg, 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 weg. 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 Jawohl. Hexagon, jawohl. Das nehmen wir auch mit. Das ist eine Einzelfeuer, die will ich nicht. MDR will ich auch nicht. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht.
Das wäre okay. Okay. That's it, Leute. Coole Sache. Sealed Weapon Case. Yes, Baby. Lasst uns das feiern, wenn wir damit rauskommen. Ich habe vergessen, übrigens SJ6 einzupacken. Hätte uns hier auch wieder geholfen. Denn auf den letzten Patronen hat es genau gereicht, die Magazine aufzufüllen. Warte jetzt noch, bis ich die Ausdauer habe und dann sehe ich zu, dass ich hier wegkomme. Ich habe jetzt den richtigen. Ja. Oh mein Gott. Leute. Geil. Geil. Lasst uns schauen, was wir da rausgeholt haben. Erstmal den Recipator, hier den, das super Ding. 4000, die haben 2 Bears getötet und ja, sehr schön, doch, gefällt mir. 4000, sind nur noch 25.000 bis zur Stufe 31, das läuft, Leute, das läuft. Ich bin da guter Dinge. Genau, lasst uns kurz reinschauen. Also, das ist eine Sache, die wir wieder auf dem Flohmarkt verkaufen können. Wir haben 2 CPU-Fans herausgeholt und wir haben einen Recipator rausgeholt. Das machen wir als allererstes. So, und dann haben wir nämlich hier Ultra. Das haben wir geschafft. 9000, hervorragend, Blood War. Fuel Tank Interchange. Ja, sehr cool. Müssen wir schon wieder Interchange gehen, aber meine Güte. Golan, Goshan, das sind die Dinger, die wir jetzt brauchen. Das sind die Dinger, die wir jetzt brauchen. Das ist sehr, sehr schön. Dann haben wir hier Find and Transfer. Nein, haben wir nicht. Okay. Wir haben. Nein, Mechanic war das. Turn in. Jawohl, 4 CPU-Fans. Wir brauchen eigentlich nur noch 4. Und GPUs. Schade. Und was war das hier? Nein, das war das nicht. Wo war denn das mit den Recipatern? Energien, Bloodset, Long Road. Ne, das war. Bevor ich ihn verkaufe. Ne? Da hätten wir den lieber über. Wer weiß, ob wir das noch brauchen. Ja, Leute, wo war denn das? Ich vergesse das immer. Splem? Nochmal, lass uns nochmal durchgehen. Pest Control, nein, das ist es nicht. Locate, nein, auch nicht. So, das sind alles Sachen, brauchen wir rein theoretisch erstmal nicht. Das haben wir gerade erst freigeschaltet. Mechanic, Farming Part, Energy Crisis, Corporate Broadcast und Modify. Okay, das raffe ich dann auch. Spa Tour, Kult, Land Lease Part, Transmitter.
Streets of Tarkov. Da müssten wir nur das machen rein, theoretisch. Vitamin Parts hier ist. Nein, ist es auch nicht. Handover. Wieso hat der keinen Fountain Rage Status? Muss mir irgendeiner erklären, warum der keinen Fountain Rage Status hat. Weil der auch geklaut worden ist? Ich habe keine Ahnung. Und den kann ich jetzt nicht overhanden, oder was? Naja, okay, dann ist es so, wie es ist. So, Hexagon wird mit Sicherheit rauskommen. Dann haben wir die Dogtags, die hauen wir hier noch schnell mit rein. Dann haben wir die Grenades. Den hier und ja, meinetwegen den hier. Das kann mit beibleiben. Das ist auch sehr schön. Dann haben wir einen Haufen von den Dingern hier. Wie machen wir das denn jetzt? So, dann packen wir das hier runter, würde ich sagen. So. 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 Dann haben wir Grizzlies ohne Ende. Das gefällt mir. Dann sollten wir... das hier packen, das verkaufen, verkaufen. Das hier hin, das sammeln wir auch. Sehr schön. Conqueror, okay. Ja, ich würde sagen, das hat sich für dich nicht gelohnt. dann haben wir die, genau, die Stims. LD1 kann Adrenalin kann verkauft werden. Propital geht hier rein mit zweimal. S1 geht da rein. Das geht hier auch rein. Obdolus geht da rein. Skybridge haben wir bereits hinter uns. No. So. Kann das nämlich verkauft werden? Das kann auch verkauft werden. Das haben wir geschafft. Sehr, sehr gut. Das werden wir jetzt nicht verbrauchen. Ballern, es sei denn, es bringt entsprechend viel. Ja, doch, 34 machen wir natürlich. Machen wir nicht. Machen wir auch nicht. Obdolus machen wir auch nicht. Brauchen wir nicht. Oh, 11. Ja, doch, das können wir machen. Und das sind schon 10. Das sind 16. Okay. Das wird verkauft. Zack. Halt, warte mal. Die Skybridge. Verkauft. Brauchen wir nämlich nicht. Der hier kann rausgehauen werden. Machen wir mal beide für 11.000. Also nicht beide zusammen. Ist ja klar, ne? Und das Hexagon... ist AKM Hexagon, ne? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Und den hauen wir für 32.500 da rein. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist das, was wir behalten werden. Von unseren... jetzt haben wir nämlich schon noch ein Hexagon. Hexagon A. Das sind wichtige Sachen. Und den möchte ich jetzt nicht machen. Und dann möchte ich mit euch natürlich... so. Und dann möchte ich mit euch natürlich die Waffen-Dings hier aufmachen. Open, ne? Unpack. Oh mein Gott. Was zum Teufel? Ja, okay. Also, Zakustin behalten wir. Das Ding ist natürlich ein Oberbrett, ne? Das Ding ist ein Oberbrett. Wo packen wir das denn jetzt am besten hin?
das geht weg hier, die Ästhetik, das brauchen wir dann nicht. Das packen wir mal dahin. Und die Rail-Slot is not empty. Ich weiß halt nicht, ob... ob das wichtig ist. Keine Ahnung. Wir gucken mal, wie wir das Ding am besten modden können. Und hier haben wir ja auch noch den Lauf dafür. Für die TM6000. Ich pack's mal hier mit hin. So ungefähr. Genau. Perfekt. So, dann kann das zum Verkauf. Die Munition bleibt natürlich auf jeden Fall in unserem Besitz. Das ist gute Sniper-Munition. Das kann weg. Das bleibt in unserem Besitz. Das bleibt auch in unserem Besitz. Die Cats können auch in unserem Besitz bleiben. MRE und Iskra werden wir austauschen. Die Magazine brauchen wir natürlich, logischerweise. Da geht kein Weg drum hin. Ohne Magazine wird das nichts. Genau. Dann hauen wir das hier rein. Das ist ja Sniper-Munition. Die hatten wir, glaube ich, hier mit reingepackt, ne? Machen wir auch erstmal. So, das bleibt hier, das bleibt auch da. Das CMS bleibt auch hier. Ja. Packe ich jetzt einfach mal hier mit hin. Denke ich, ist soweit in Ordnung. Das Cat muss dann auch irgendwie hier mit hin. Zack, zack, zack. Hervorragend. Dann haben wir die Stims, weil das an der Stelle jetzt, das wird neu da reingepackt, hier SJ6, genau, so, dann haben wir das da, zack, Agustin kann damit haben, das kann verkauft werden. Gibt es noch was, was verkauft werden kann, zum Beispiel, Morphin lassen wir erst nochmal drin, ne? Das lassen wir erst nochmal drin und natürlich möchte ich hier auch so ein bisschen reinsortieren. Dass wir hier so ein bisschen Linie reinbekommen. Und zwar sortieren wir das jetzt bitte nochmal eben um. Sorry Leute dafür, aber so ein bisschen Reihenfolge möchte ich an der Stelle da irgendwie reinbekommen. Dann haben wir den Eistee, den packen wir hier so ein Stückchen rüber. Die Tuchonka packen wir hier hin. Die Tarkola. Nein, warte mal, Humpback, Humpback. So. Hering kann verkauft werden. Die Tarkola, die Red Cola. So, dann haben wir das Iskra. MAE. Das dahin. Das so ein bisschen runter hier. Das Humpback kann dann damit hin. So. Haben wir jetzt noch irgendwas? Das lassen wir jetzt mal frei hier. Das denke ich ist soweit in Ordnung. Dann kann das alles hier ein Stück weit vertickert werden. Genau. Munition ist leer geschossen. Das heißt, da müssen wir nochmal überlegen, was wir machen. Und der ganze andere, das andere ganz andere Gedöns. Das werden wir jetzt gucken, wie das am besten zu verkaufen ist. Jawohl, definitiv. Brauchen wir nicht. 31 geht auch hin. 22. Jawohl, 33 geht auch hin. Kondensmilch, nein. Humpback, ja, 12 ist das Doppelte. 16 kann man auch machen. 45, 48 brauchen wir alles nicht. Das sind aber 11. Das heißt, das geht da auch mit hin. Das Food geht damit hin. Und ansonsten war es das. Mehr brauchen wir eigentlich nicht.
Rackman, dann musst du halt auch verkauft werden. Und du, nein, du gehst dann damit hin. Sehr schön. Okay. Hervorragend. Dann schauen wir ganz kurz. Ich glaube, die Heringe waren recht teuer. 1, 2 und 3 für 15.500. Schmeißen wir rein. Dann haben wir immer noch was auf dem SJ 6, 1 jeweils für 32.500. So, dann hauen wir das da auch mit raus. Wunderbar. Dann haben wir das noch, was hier übrig ist. Die Hot Rod, bleiben wir mal da. Das ging ziemlich schnell. Dann hauen wir... Nee, auch nicht richtig. Sehr schön. Okay, liebe Leute, ich würde mal sagen, das war sehr, sehr erfolgreich. Haben wir jetzt noch irgendwas, was wir reinbringen müssten? Irgendwie eine Task, die noch abzuschließen ist. Wir schauen noch mal einmal ganz kurz durch. Hier wäre, glaube ich, eine Daily Find and Transfer. Ist jetzt ein TG Labs. Ich glaube, da habe ich gerade einen Fehler gemacht. Ist egal, ist ja nur eine Daily. Das passt schon. So, das ist Active. Punisher geht nicht. Grenadier geht nicht. Ich gucke jetzt einmal durch, nicht, dass ich irgendwas vergesse. Bunker, okay. Wissen wir, funktioniert. Car Repair, da fehlt uns auf jeden Fall die Batterien noch. Hidden Location. Jawohl. BTR, da sollen wir die Golden Necklace und die sollen wir die stashen, genau, richtig. Da war was. Long Road Bloodset können wir reinpacken, aber Recipators haben wir nicht. Analgien hätten wir noch machen können. Könnten wir vielleicht sogar noch machen, theoretisch. Spa-Tour kennen wir, wissen wir. Customs Woods wissen wir auch. Ein Vertex-Prozessor. Zwei Stück, du ahnst es nicht. So. Ein bisschen Streets of Tarkov, wie ein LVA. Okay. Dann wäre Signal Part. Noch ein CPU finden, dann wäre Signal durch. Okay. Database. Das wäre es natürlich, ne? Die Fuel Tanks. Und das. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, wir versuchen die beiden Sachen hier. So, Obtain the Goshan, Manifesto und Onikago. Und ich schaue, ob wir die Dinger dafür haben. Das schaue ich. Okay? Für die nächste Folge schaue ich das nach. Hol die Schlüssel. Dann sehen wir zu, dass wir nochmal auf Interchange. Wenn der vierte Interchange rennt, aber meine Güte. Es ist mal so. Wir haben sonst ganz andere Sachen gespielt. Alles klar. Liebe Leute, wenn euch das hier gefallen hat, hier zum ersten Mal eingeschaltet habt, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Gerne auch eure Däumchen unter den Videos. Und ganz wichtig, schreibt mir was in die Kommentare. Ich lese es mir gerne durch. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Ich hoffe, ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao, ciao.